Seite. Wir da? Von vorne! Hey, 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 hey! Wir sind so. Komm in den Weg! Hier! Droppen! Nein, die zwei. Mit 10.000 Leuten einen Moment. Wenn du dich in 20 Jahren dran erinnerst, Daniel, weißt du noch, als 2014 Deutschland Weltmeister wurde, dann denken wir, yo, gleich in der Arena. Mit 10.000 anderen Fußballbegeisterten. Und deshalb würde ich sagen, lassen wir hier jetzt auch an dieser Stelle das Gelaber einfach sein. Du siehst ja, die Leute sind fantastisch drauf. Schön, dass ihr so gut drauf seid, denn jetzt kommt der nächste Act hier auf die Bühne. Sie sind quasi unser Maskottchen bei Public View. Und wir haben einen Gast mitgebracht. Daniel, wer kommt heute? Das war schon zweimal hier. In der letzten Woche waren sie in Berlin und in Mainz. Hat dort auf der großen Fanmeile Vollgas gegeben. Heute zum Finale. Hat sich aber nicht schon das Yeah.
Argentinien. Super Deutschland, Super Deutschland. Keiner von den Männern hier ist Weltmeister. Miro Klose, der Einzige, der im Finale stand 2002. Wir warten auf die Finale. WM in Russland 2018, mittig in Grün, Dzhema Rousseff, brasilianische Stabspräsidentin. Das ist vielleicht die vierte deutsche Weltmeisterelf. Wieder das Geruch auf Bayern Stürmer, wie 74-6 Bayern in der Startelf. Dann als Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier und Thomas Müller. Jetzt Pause zu uns, ein kurzer Schilderreitschlaf, suchen euch eine Verpflegung einzudecken und danach geht's hier weiter. Ja. Mit der zweiten Hälfte. Aber davor kommt natürlich noch unser junger Knabe da hinten. Und eins muss ich ja noch sagen, ich bin wirklich bombastisch. Ich sitze vorne und ich kriege tatsächlich denken, am Anfang, sind das jetzt die deutschen Fans in Rio? Nee, das sind die Leute hier in Oberhausen. Oberhausen, geht's euch noch gut? Schöne. Und Schöne! Super Beginn, aufpassen! Jerome Boateng hat ihn! Steht bereit. Gibt's den Empfang auf der Fanmeile am Dienstag? Ab 9 Uhr werden wir live dabei und so gern haben das der Weltmeister. Mitleid für Argentinien, ja, aber. Dann, wenn es soweit ist. Herr Werdesacker soll noch rein in die Liste rein. Haben Sie Glück?
des besten Torhüters. Der beste Torhüter. Hat er locker geschultert, diese WM.